Welcome to the Rocco Show. I'm Rocco and it's another beautiful day here in the Midwest. Yes, that's right, I'm your new virtual Rocco. The old one has become sadly obsolete. The producers feel that a younger, hipper, and better looking Rocco that speaks with an English accent will attract the younger element. We believe it is a positive change that can only enhance the show and provide our viewers with even better quality programming. Hear, hear. So, let's get on with it. Here is the video pick of the day. It's from Germany and I think you'll like it. Tagelang rätselte die Welt. Was ist das Geheimnis dieser seltsamen Schläuche und des kleinen Kastens auf George Bushs Rücken? Ein Mann kennt die Antwort. Ach das ist nur der Treibstofftank. Den mussten wir aus feuerpolizeilichen Gründen außen anbringen. Johannes Schlüter muss es wissen. Der gebürtige Göttinger arbeitet als Buschpilot für die amerikanische Regierung. Er steuert den Busch seit fast 4 Jahren. Hier in der Steuerzentrale, dem Cockpit, bereitet sich Schlüter auf seinen Arbeitstag vor. So, ich fahre den Busch mal hoch. Alright. Dann mache ich mal einen Augencheck. Links, rechts, links, rechts. Very good. Und einen Zungencheck noch dazu. Left, right, alright. Gut, dann lasse ich ihn mal aufstehen. So. Scheiße, das Vorführeffekt, manchmal klemmt er ein bisschen. Ich versuche das nochmal. So. Obwohl, wer sagt's denn? So. Wenig später, eine Pressekonferenz. Neben einem Führerschein Klasse 3 muss Schlüter auch über Grundkenntnisse in der Textverarbeitung verfügen. Ja, hier am Voiceboard gebe ich ein, was der Busch so sagen soll. Das ist manchmal schwierig, wenn ich die Rechtschreibung nicht ganz genau weiß. Zum Beispiel dieses Gefängnis Abu Ghraib oder wie das war. Abu Ghraib. Nee, glaube ich nicht. Oder Abu Ghraib. Abu Ghraib. Auch nicht, aber ist mir jetzt auch Wumpe, glaube ich. Würden Sie denn sagen, Buschpilot ist ein Traumjob? Gut, als ich vor 10 Jahren in die USA kam, wollte ich eigentlich Taxifahrer werden. Warum klappte das nicht? Na gut, mein Englisch ist jetzt nicht so toll, ne? Seit 4 Jahren fährt Schlüter den Busch nahezu unfallfrei. Aber es gab auch brenzlige Situationen. Jo, das war in der Grundschule und ich hatte den Busch auf Autopilot gestellt und Pause gemacht. Und auf einmal kommt eine wichtige Nachricht rein, ne? Und normalerweise muss man da ernst gucken oder was Wichtiges sagen vielleicht, ne? Und habe ich halt nicht gemacht, war mein Fehler, dumm gelaufen. Haben Sie denn Angst um Ihren Arbeitsplatz? Ja gut, der Busch hat noch TÜV bis November, aber was danach kommt, weiß kein Mensch. Also ich fände es schade, ich würde gerne weitermachen, weil vor allem die Kollegen sind ja super nett, ne? Ready for handshake, Eddie? Ready for handshake. Shake, 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 shake and disconnect. Very good. Johannes Schlüter, ein Deutscher in Amerika, geht seinen Weg. That was a cool video. You know, I think I'm going to like this gig. I mean, it's pretty sweet really. You turn on the camera, you talk to people, play a video, act silly and then head for the beach for the rest of the day. Though I believe the nearest ocean is 1,200 miles away. Anyway, please let us know what you think of the new format. We have to get out of here for today, so until next time, guten vlogging.